Kretterherzen macht die Welt besser, weil wir erstmalig alle Menschen zusammenbringen, die sich tagtäglich für andere Menschen einsetzen. Häufig befinden sich diese Menschen in Notlagen. Es ist auch für uns keine leichte Situation, damit umzugehen. In unserer Branche sind wir quasi rund um die Uhr einsatzbereit. Sowohl Schichtdienst in den sozialen Berufen als auch als ehrenamtliche Einsatzkraft sind wir rund um die Uhr abrufbereit. Dadurch leidet häufig die Familie, soziale Bindung zu Freunden und aber auch der Beruf steht zum Teil hinter dem Ehrenamt. Durch die Plattform Retterherzen können wir uns gegenseitig auch motivieren und unterstützen in der Tätigkeit. Häufig teilen wir die gleichen Sorgen und Ängste. In der Community können wir uns gegenseitig Fragen stellen und Antworten bekommen und doch sehen, dass wir im Grundsatz alle an dem gleichen Strang ziehen. Auf der anderen Seite zeigen wir aber auch anderen Menschen dadurch, wie wundervoll dieser Beruf ist, sich für andere Menschen eben einzusetzen. Wir heben in der Gemeinschaft das Positive raus, die Freude der Menschen daran, anderen Menschen zu helfen. Ich bin Dominik, 29 Jahre alt, aktuell bin ich Jurastudent. Auf der einen Seite bin ich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr und auf der anderen Seite Rettungssanitäter im Rettungsdienst. Ich wollte der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben von dem, was sie mir gibt, die Möglichkeit nach dem Hauptschulabschluss weiter zur Schule zu gehen, das Abitur nachzuholen, jetzt zu studieren. Ich setze mich gern für andere Menschen ein und helfe ihnen. Bin gerne für andere Menschen da, auch für meine Kameraden und Kollegen. Man hat so viele Möglichkeiten, über sich hinauszuwachsen und an sich selbst zu lernen. Retterherzen ist so eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich gesehen habe, dass es so viel Hass auf Social Media gibt. Der ist viel leichter zu übermitteln als positive Eigenschaften. Auf der Plattform Retterherzen zeige ich auf Facebook oder Instagram Menschen, wie sie sich für andere Menschen einsetzen. Und mit Retterherzen zeige ich, dass sich Menschen gegenseitig unterstützen können und sich gegenseitig Mut und Motivation zusprechen. Das Retterherz schlägt aber auch in uns. Das macht uns aus und motiviert uns tagtäglich. Ich habe diesen Preis verdient, weil ich mit Retterherzen ein Wir-Gefühl erzeuge von allen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Auch über die Plattform hinaus finden sich nun Menschen zusammen und es entwickeln sich Freundschaften. Retterherzen als Gemeinschaft macht es natürlich aus, dass die Menschen sich zusammenschließen und sich verbinden. Das beste Feedback für mich ist es, immer Menschen zu motivieren, sich plötzlich für ein Ehrenamt zum Beispiel zu engagieren oder weiterhin am Ball zu bleiben, sich noch ein bisschen besser reinzuhängen und das mit viel mehr Freude zu machen. Und ich schaffe es, dass andere Menschen vielleicht ein bisschen besser verstehen, was wir tagtäglich leisten.